Hallo allerseits, bitte aktualisieren Sie mich mit den neuesten Informationen. Huch, ist das wirklich Daniela Katzenberger? Die Kultblondine überrascht ihre Fans mit braunen Haaren. Das Coronavirus wirbelt momentan unseren Alltag gewaltig durcheinander. Grenzen werden dicht gemacht, Ausgangssperren verhängt und Läden geschlossen. Auch Beauty-Salons und Friseure dürfen nicht mehr öffnen. Besonders die Promis leiden darunter. Erst kürzlich beschwerte sich Carmen Geiss, dass sie sich nicht mehr die Haare aufhübschen lassen kann. Jetzt meldet sich auch Daniela Katzenberger zu Wort. Daniela Katzenberger kann sich die Haare nicht nachfärben. Die Kultblondine hat mittlerweile schon einen braunen Ansatz bekommen. Doch Daniela nimmt's mit Humor. Wenn das jetzt noch ein paar Monate so weitergeht, schreibt sie zu einem Bild, auf dem sie sich mit braunen Haaren zeigt. Natürlich ist die neue Frisur noch eine Perücke. Das Gute ist jedoch, dass wir alle im selben Boot hocken. Wenn die ganze Scheiße hier vorbei ist, pennen wir erstmal ein paar Tage im Friseursalon, bis wir wieder normal aussehen, findet Daniela. Dabei würden ihr auch die braunen Haare ausgezeichnet stehen, oder? Vielen Dank, dass Sie uns folgen. Sehen Sie sich das folgende Video an.